Herzlich willkommen hier bei mir auf dem roten Sofa. Ja. Dankeschön. Wo sehen Sie, Herr Fleischmann, aktuell die größten Herausforderungen im Cyberraum? Also Sie wissen ja, dass wir den Cyberraum ein bisschen weiter definieren, nämlich Cyber- und Informationsraum. Und wenn ich auch ganz ehrlich bin, wir haben ja hier auch eine Messe, die sich im Kern natürlich um den Cyberraum und den Schutz des Cyberraums bemüht. Und da sind wirklich alle namhaften Firmen hier vorhanden. Ich persönlich sehe die Hauptproblematik eigentlich eher im Informationsraum. Das heißt also in dem, was transportiert wird in dem Cyberbereich. Wenn Sie dort also Desinformation, Fake News und so weiter, da können Sie ganze Demokratien damit destabilisieren. Und das, glaube ich, das ist eines der Probleme, die wir bislang immer noch in Deutschland unterschätzen. Hingegen auf der Cyber-Security-Ecke sind wir schon, ich will nicht sagen super, aber relativ gut dabei. Und wenn Sie mich jetzt fragen, auf der reinen Cyber-Security-Ecke, wo ich die Hauptherausforderung sehe, denke ich mal, jetzt nicht so sehr beim Militär, sondern eher im Klauen von wichtigen Informationen bei Wissenschaft, bei Firmen, Patenten und so weiter und so fort. Das sehe ich momentan als eine der großen Herausforderungen für die Volkswirtschaft. Und für den privaten Bereich sehe ich Internet of Things natürlich als riesen Herausforderung, weil sie kaufen Billigmaterial, was meistens auch irgendwo in Asien produziert ist. Sie kriegen keine Updates. Die Geräte sind mit dem Internet verbunden und wir wissen manchmal auch nicht, was unsere Kinder zum Beispiel damit machen. Oft wird ja seitens der Bundeswehr bemängelt, dass der zivile Bereich kein einheitliches Cyberlagebild erstellt. Also Stichwort nationales Cyberabwehrzentrum, die Behörden arbeiten da zusammen, aber eben auch BKA, BND, aufgrund eben unterschiedlicher Interessen der Sicherheitsorgane. Würden Sie Ihr Lagebild, Ihr militärisches Lagebild als vollständig bezeichnen? Dann muss ich ein bisschen ausholen. Also der eigentliche Grund, warum wir das kritisieren, ist ja nicht, dass die zivile Seite kein richtiges Lagebild hat. Die haben auch ein super Lagebild. Die Herausforderung ist, wir haben kein gemeinsames Lagebild. Das ist die Herausforderung. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir in so im zum Beispiel nationalen Cyberabwehrzentrum ein holistisches Cyberlagebild von allen bekommen. Also auch von den Internet-Service-Providern, von der kritischen Infrastruktur, also von den Providern der kritischen Infrastruktur, von der Bundeswehr, weil jeder hat nur einen Teilaspekt. Also keiner hat das Ganze, keiner hat das vollständig. Aber das Entscheidende für uns ist eigentlich, und dafür kämpfen wir eigentlich, weil wir deutsch denken als Bundeswehr, dass wir ein gemeinsames, holistisches Cyberlagebild brauchen, was wirklich umfassend ist. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Und wir fordern es deswegen auch, weil wir als Bundeswehr natürlich sehr viele Lagezentren haben, in denen wir viele Lagebilder für Personal, für Material, für militärisches Nachrichtenwesen und so weiter und so fort haben und pflegen. Und wir fordern einfach das Gleiche auch für Cyber. Das ist nicht einfach, das ist nicht komplex. Ich habe auch noch keine Universallösung gesehen, aber wir müssen uns darum bemühen, es zu erreichen in Deutschland. Informationstechnik ist ja mittlerweile in jedem Gerät enthalten, das haben Sie gerade gesagt auch schon. Wie wichtig ist es für den Bereich der Verteidigung, dass bestimmte Schlüsseltechnologien auch hier aus Deutschland kommen? Das hängt ja im Prinzip mit digitaler Souveränität zusammen. Also wenn Sie sehen, wir brauchen in Deutschland zum Beispiel eine eigene Kryptoindustrie. Warum? Wir müssen natürlich auch kryptografisch Sachen sichern können, damit andere es nicht mitlesen. Und das gilt nicht nur für das Militär, das gilt auch für die Wissenschaft, das gilt für Forschung, das gilt für die Hightech-Industrie und so weiter, dass wir das entsprechend absichern. Und es ist auch ein gewisser Grad an Autonomie, an Selbstbestimmtheit, auch sich nicht unbedingt durch Vorgaben anderer praktisch binden zu müssen, sondern dass wir selber im Rahmen einer digitalen Souveränität frei entscheiden können, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen und dass wir das, was wir an Erkenntnissen auch gewinnen, natürlich auch schützen gegenüber den anderen, die uns das vielleicht in Anführungsstrichen klauen wollen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.